Mein Name ist Michael Peterson, ich bin der Vorstandsvorsitzende vom Fernverkehr der Deutschen Bahn. Vom Hintergrund her bin ich Strategieberater, bin dann vor 6 Jahren zur Deutschen Bahn gekommen, dort erstmal das Produktmarketing aufgebaut, bin danach 2 Jahre später in die Marketingvorstandsverantwortung gewechselt und jetzt seit August diesen Jahres in der Gesamtverantwortung für den Fernverkehr. Und in der Zeit habe ich eben auch nach inspirierenden Persönlichkeiten gesucht, die mir helfen können, die meiner Organisation helfen können, die Dinge auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und in diesem Rahmen bin ich auf Dominik Multerer aufmerksam geworden, der durch die Presse gegangen ist, der aber auch einige interessante Showcases hatte, wo man schauen konnte, wie geht man Marketing vielleicht etwas anders an? Wie verbindet man das klassische Marketing mit einem digitalen Ansatz? Wie rüttelt man Leute auf? Wie kann man auch mal etwas provokanter, aber dennoch charmant auf das Produkt aufmerksam machen, das Image des Produkts weiterentwickeln und eine Organisation dazu animieren, auch mal über ihre eigenen Grenzen drüber zu gehen, sich selbst in Frage zu stellen und dadurch dann vielleicht zum nächsten Level zu kommen. Ja, der Dominik, der bringt in seinem Paket eigentlich verschiedene Disziplinen zusammen, die nicht selbstverständlich sind. Er schaut Dinge aus einer strategischen Perspektive an, er schaut sie aus einer Marketing-Sicht an, er schaut sie aus einer Vertriebsperspektive an, aber eben auch aus einer organisatorischen, aus einer Führungsperspektive. Und um hier dieses Gesamtpaket zusammenzubringen, glaube ich, ist es wichtig, dass man diese Disziplinen vereinen kann. Und das findet man definitiv nicht häufig am Markt, dass Leute so ein ganzheitliches Verständnis davon haben, wie man ein Unternehmen führt. Ja, und in meiner Interaktion mit Dominik habe ich natürlich auch mitbekommen, für welche Firmen Dominik aktiv ist oder aktiv war. Dazu gehören Firmen wie Vodafone, wie Barmenia, wie Bayer 04. Und ich glaube, für solche Unternehmen arbeitet man am Ende auch nur, wenn man die entsprechende Kompetenz und Erfahrung mitbringt, die Firmen inhaltlich nach vorne bringt. Dominik zeichnet es aus, dass er erstmal Klartext redet, dass er nicht hinterm Berg hält mit seiner Meinung und den Leuten auf den Kopf zusagt, was vielleicht Defizite sein könnten, die er von außen wahrnimmt und an welchen Stellschrauben er drehen würde, um Themen voranzubringen. Und ich glaube, das ist genau das, was Unternehmen auch heute brauchen. Zum einen Querdenker, die sich nicht mit dem Status quo zufrieden geben, aber eben auch Leute, die Dinge kritisch beleuchten und dadurch eigentlich erst ermöglichen, dass man den nächsten Level erreicht.